Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die letzten 3 Jahre habe ich an diesem Sprinter gebastelt. Eigentlich ist er fertig, aber bei der Optik geht noch ein bisschen was. Der Sprinter hat ja hier an den Seiten diese schwarzen Planken, habe ich neu gelernt, heißen Sakko-Leisten. Außerdem eine schwarze Frontschürze und die Heckstoßstangenverkleidung. Irgendwie scheint das nicht das allerhochwertigste Plastik zu sein, denn zumindest die Front, die ist stark ausgegraut. An den Seiten und am Heck geht es eigentlich noch. Ja, damit es nicht ganz so schäbig aussieht, habe ich in den letzten Jahren immer so ein Zeug namens Plaststar von Kochchemie drüber gemacht. Danach war das dann auch alles relativ ansehnlich in dunkelschwarz. Das Zeug hat aber den Nachteil, dass es Staub anzieht wie nichts Gutes. Das will ich jetzt mal dauerhaft ändern mit einem sogenannten Strukturlack, die eigentlich dafür gedacht sind, ja, um die Ladeflächen von Pickup-Trucks oder so zu schützen. Da gibt es Raptor, Herculiner und so weiter. Ich habe mich hier für MIPA Protector Made in Germany entschieden. Das Ganze sieht so aus. Man hat hier diese 750 Milliliter Gebinde. Da kommt dann, bevor man loslegt, hier noch 250 Milliliter Härter dazu. Und dann wird das Ganze hier mit so einer Unterbodenschutzpistole mit einem Kompressor versprüht. Habe ich noch nie gemacht, soll aber relativ einfach sein. Also auch für Laien ohne Lackierkabine ist das wohl relativ easy machbar. Ja, dafür hole ich jetzt erstmal hier die ganzen schwarzen Plastikteile runter. Ich hoffe, dass nicht zu viele von diesen Nupsis, mit denen die an der Karosserie befestigt sind, abbrechen. Na, wir fangen mal mit einem ganz kleinen Teil an. Ein paar von den Seitenplanken sind noch irgendwie verschraubt mit Torx. Die muss man also erstmal so lösen. So, das Ganze hat keine 15 Minuten gedauert, inklusive des Rausziehens der Nupsis, die stecken geblieben sind. Hausfrauentipp, ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass diese Cockpit-Pflegetücher, die ich vor Jahren mal beim Discounter gekauft habe, super zum Saubermachen der Karosserie sind. Da gehen auch so Stellen im Lack weg, die schon, ja, wo der so ein bisschen speckig ist, kriegt man damit total einfach sauber. Und hier die absolut neuralgische Stelle im Sprinter, im vorderen Radkasten. Hier, da sammelt sich immer der Dreck. Und der gammelt dann. Und dann ist Korrosion quasi schon vorprogrammiert. Die machen wir jetzt mal ordentlich sauber. Ja, und so viel hat sich da drin tatsächlich versteckt. So, alles auseinandergebaut. Ja, hier ist ungefähr die Hälfte der Teile. Als nächsten Schritt haben wir die lästige Reinigung der Teile. Aber zum Glück habe ich Hilfe. Joscha, den kennt ihr vielleicht schon aus Videos von vor 2 Jahren, hilft mir, weil er selbst neugierig ist aufs Raptoren. Beziehungsweise Mipan. So, wie angekündigt, die lästige Arbeit der Vorbereitung. Wir nehmen dazu Schleifvlies in relativ grober Körnung und Isopropanol. Es gibt auch andere Mittelchen, aber was ich so auf der YouTube-Universität gelernt habe, nimmt man dafür Isopropanol, ja, dient in dem Fall dazu, die Trennschicht, also das, was hier so an Beschichtungen drauf ist, anzulösen und das final sauber zu machen. Mit Isopropanol habe ich auch den halben Camper sauber gemacht. Wenn ihr das benutzt, zieht Handschuhe an. Also trockenere Hände könnt ihr euch nicht anschaffen als durch die Verwendung von Isopropanol. Wir haben es jetzt lang genug herausgezögert. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ran da. Ja, an sich funktioniert es mit dem Isopropanol ganz gut. Danach immer sofort hier mit Ceva abwischen. Aber wir haben uns jetzt überlegt, wir rauen das doch erstmal mit ganz normalem Schleifpapier an. Das ist hier 240er und dann wird es mit Isopropanol gesäubert. Ja,
Ja, wir haben das jetzt noch total optimiert. Alles geschliffen. Joscha macht die vorletzte Runde mit ISO und Schleifzeug und ich mache die zweite Runde mit ISO und Küchenkrepp. Ja, und hier die allerlästigste Arbeit, die Löcher sauber machen. Also die haben wir jetzt nicht groß aufgeraut, die haben wir gar nicht aufgeraut und auch nicht behandelt, aber zumindest den Dreck muss man rausmachen. Sind ja auch nur, weiß nicht, 400. So, next step, Haftpromoter, alle einmal dünn einsprühen, damit später der Strukturlack auch richtig drauf hält. Das Zeug ja, soll nicht gerade gesund sein, deswegen nehmen wir mal wieder die Gasmaske. Nein, die Atemschutzmaske. Luke, ich bin dein Vater. Okay, wir haben da mal was vorbereitet und uns in Schale geschmissen. Eben noch bei Star Wars, jetzt bei Breaking Bad hier. Walter White in Action. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir fangen mal an, das erste Gebinde zu mischen. Immer 2 Minuten lang shakern. Ab jetzt tickt die Uhr. Jetzt ist der Härter drinnen. Und das Ganze jetzt, weil es so schön war, nochmal 2 Minuten schütteln. Ich komme mir schon vor wie bei Cocktail. Schon wieder eine Filmassoziation. Und weil der Joscha so schön fleißig mitgeholfen hat, bekommt er die Ehre des ersten Sprühversuchs. Wir machen erstmal einen Test auf ein Stück alten Blech, den. Ja, guck mal hier von der. Ja. Finde ich gut. Sekunde. So. Ja, und hier das Endresultat. Da könnt ihr mal ganz gut die Struktur sehen. Ah ja, hier übrigens eine der Stellen, wo wir doppelt gesprüht hatten. Deswegen ist es hier grober. Und wie ihr sehen könnt, auf dem Kühlergrill anderer Kunststoff ist das Ganze sehr viel gröber geworden. Aber sieht geil aus. Ja, nach Abschluss der ganzen Lackierarbeiten habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch. Ich habe das ja, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht, möchte aber zuerst mal loswerden. Das ist wirklich einfach. Es ist zwar aufwendig, aber es ist einfach. Das kriegt jeder hin. Lasst euch nicht abschrecken. Das kriegt man auch als vollkommen lackierunerfahrener Busbastler hin. Aber seht zu, dass ihr ausreichend Platz habt. Wir hatten ein paar Paletten zur Hand, auf denen wir das alles ausbreiten konnten. Nur die größeren Teile haben wir eben auf den Böcken lackiert. Insgesamt ist Lackieren auf dem Boden praktischer, weil man dann einfach besser den Abstand und den Winkel bestimmen kann. Ihr braucht insgesamt aber nicht viel Platz, denn der Raptor-Lack, der Sprühnebel, so gut wie gar nicht. Also da geht minimal was daneben. Wir haben aber zur Sicherheit trotzdem die Nachbarfahrzeuge abgedeckt mit Malerplane. Lackiert haben wir die 2 Durchgänge mit folgenden Einstellungen. Durchgang 1, ungefähr 30 cm Abstand mit 3 Bar Druck aus dem Kompressor. Den zweiten Durchgang, also der dann wirklich die Struktur macht, mit 2 Bar und
ja, 60, 70 Zentimeter Abstand. Macht das zu zweit, dann kann nämlich der zweite Mann immer dafür sorgen, dass der Abstand gleich bleibt. Irgendwie war das wie ein Naturgesetz, dass man im Laufe eines Lackiervorgangs immer näher an das Teil rangegangen ist. Dann wird halt die Struktur anders. Ganz wichtiger Punkt für eine homogene Oberfläche. Beim ersten Lackierdurchgang eben die Flächen der Planken und dann nochmal eine Runde, um die Seiten und Kanten zu lackieren. Beim zweiten Durchgang solltet ihr diese Feinheiten weitestgehend ignorieren. Also einfach in großem Stil drüber. Nicht nochmal dann nach einer Hauptfläche die ganzen Seitenkanten lackieren, denn dann ist der Farbauftrag tatsächlich zu dick und das sieht man dann. Dann wird es ein bisschen unregelmäßig. Ist zu verschmerzen, aber kann man auch vermeiden. Macht das Ganze mit Atemschutzmaske. Der Protektorlack als auch insbesondere der Primer sind ziemlich aggressiv. Da riecht man schon, dass sie nicht gesund sind. Nehmt euch wirklich ausreichend Zeit für die Vorbereitung. Gerade eben hier die Ecken und Kanten, da muss besonders sorgfältig vorbereitet werden. Also Schleifen, Entfetten, Isopropanol und so weiter. Das kostet Zeit, ist nervig, aber ist entscheidend für das spätere Ergebnis. Apropos Schleifen, wahrscheinlich ist ideal Schleifpapier mit 120er Körnung. Wir hatten nur 180er und das war noch ein bisschen zu mühsam. Wir hatten auch noch 80er Körnung, die hat aber dann tatsächlich sofort sichtbare Riefen gemacht. Ich denke, bei 120 liegt ihr genau richtig. Spricht übrigens überhaupt nichts dagegen, die großen Flächen bei den Sakko-Leisten erstmal mit einem Exzenterschleifer oder was ihr da so habt, abzuschleifen. Das muss man nicht alles von Hand machen. Das war's mit Tipps von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, falls ihr das selbst vorhabt oder euch vielleicht ein bisschen die Hemmungen nehmen, sowas selbst mal in Angriff zu nehmen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Please like and subscribe.